Servus Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Ich stehe jetzt hier vor diesem Tor. Da oben ist doch wer. Ja, der Riese da unten, der lebt noch. Ich habe mir ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon gezeigt habe, aber ich habe mir ein paar Molotows geholt. Ich habe mir Blutfiolen geholt. Ich habe mir Patronen geholt und meine Waffe verstärkt. Diesem Ding da, keine Ahnung, was das jetzt nochmal war. Auf jeden Fall ist mein Sägehackbeil ziemlich stark. So, und wenn jetzt hier kein Boss kommt, dann war mein ganzer Schiss umsonst. Was sind denn das für komische Statuen? Das sieht nach Bosskampf aus. Meine schönen Blutechos, ich werde sie alle verlieren. Wobei, das habe ich bei Pater Gascoigne auch gesagt und ist dann nicht passiert. Das ist doch ein Boss. 100 Pro sieht so Ornstein- und Snow-mäßig aus. Vicarina Amelia. Ich werde einen Molotow schmeißen, um zu schauen, wie viel Schaden das macht. Ja, ganz gut. Nein! Warum schmeiße ich den zweiten? Bin ich denn blöd? Oh oh, Säule. Nein! Zwei falsche Taste. Ja, das da wollte ich eigentlich. Rollen, rollen, rollen. Oh. Nein! Oh. Was spiele ich hier zusammen? Ja, das war blöd, weil ich hatte keine Ausdauer mehr. Ein zweites. Oh, shit. Ich darf dich nicht anvisieren, wenn ich wegrollen will. Oh, shit. Ja. Nicht gierig sein. Und ich bin's natürlich. Da. Jetzt habe ich schon so viel verballert, jetzt kann ich ruhig weiter mit den Dingern schmeißen. Ah, das ist eine Schockwelle. Ja, der war gut. Ein noch. Ah, weil ich greedy war. Ja, der dreht durch. Oder sie vielmehr. Ich glaube, das ist eine sie. Weg, 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 weg. Ah. Bin ich denn dumm? Jetzt. Ich glaube, ich sollte mir
Kugeln sparen, die bringen hier, glaube ich, nichts. Oder nicht viel. Oh! Oh, das war Schaden. Oh. Ich spiele echt scheiße gerade. Was machst du da? Das Vieh greift. Wie viel Schaden habe ich, oder besser gesagt, wie wenig Schaden habe ich erst gemacht? Hat das Vieh sich geheilt? Na gut, jetzt kann ich es eh vergessen. Alle Fiolen weg. Alle Patronen weg. Monotovs, alles weg. Und meine Blutechos sind auch weg. Oh nein, das wird jetzt wieder so ein ewig langes Ding zum Rumfarmen. Oh nein, das wird mir auf den Sack gehen, das sehe ich jetzt schon. Ja, lad schneller, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will gucken, ob ich noch irgendwie ein paar... Ja, von hier natürlich. Ich will gucken, ob ich noch ein paar so Blutfiolen habe. Also auf Lager. Wenn nicht, dann muss ich jetzt hier zigtausend Einzeldinger machen. Einzelschnipsel. Muss ich dann alle zusammenfügen. Auch sowas hasse ich doch. Toll. Oh nein, Gefahren, ich hasse es. Wahrscheinlich muss ich offscreen dann auch noch leveln. Das wird dauern. Gut, ich werde... Dieser Part wird wahrscheinlich über mehrere Tage oder was weiß ich aufgeteilt. Hier ein Schnitt für mich. Schauen wir mal, wie viel Zeit vergeht. Für euch wird das alles in einen Part kommen. Ja. So Leute, da bin ich wieder. Die PS4 ist laut, der Rechner ist laut. Alles laut hier. Ich habe offscreen gefarmt, habe mir Molotovs geholt, habe mir Blutfiolen geholt, habe mir Patronen geholt, wovon ich mehr als genug habe. Und ich habe gelevelt. Zumindest etwas. Hier sieht man es. Welches Level ich davor war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber gut, ich hoffe. Moment mal. Drei davon. Okay, ich hoffe, es macht irgendwie Schaden. Und ich hoffe, es hält auch lang genug. Albtraumnebel, was? Durchschalten. So. Ah. Oh. Ja, diese scheiß Schockwelle da. Ich sterbe. Gut, ich sterbe noch nicht. Ins Gesicht. Ja. Oh, ausgewichen. Aber trotzdem bringt es nicht allzu viel. Müsste dem Vieh irgendwie ins Gesicht hauen. Weg, weg, weg. Ich find's blöd, dass ich nur rollen kann, wenn das Vieh nicht anvisiert ist. Das ist nicht allzu viel.
Das ist eine Schwachstelle der Arm. Ihre Schwachstelle. Ja! Nein, ein zweites Mal. Ich habe es schon gesehen, aber konnte trotzdem nichts tun. Einmal. Oh, dumm. Oh, ich bin schon ganz an der Ecke, deswegen. La 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 la. Als durch etwa Mistvieh. Kann sein, dass die Schwachstelle von dem Vieh die Arme sind? Jetzt! Ja! Uhlala, das macht Schaden. Da. So, jetzt mal, wenn es angelaufen kommt, kann ich es gut angreifen. Oh, shit. Oh nein. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Hat das Vieh sich gerade geheilt? Wow, der Schaden, der ist echt enorm, den ich gerade angerichtet habe. Ich renne auch noch rein. Bin ich denn dumm? Wow, das war ganz schön knapp. Ja. Ich glaube tatsächlich, von dem Vieh, die Schwachstellen sind die Arme. Hat es sich schon wieder geheilt? Ja, was tue ich denn da? Bin ich tot? Ja, wegen dieser fucking Säule. Kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Hier direkt vom Boss. Ich muss bedenken, es sind alles einzelne Schnipsel, die ich zusammenfügen werde. Super. Nein! Ah. Da. Was tue ich denn da? Toll ins Gesicht. Tatsächlich glaube ich, dass die Arme die Schwachpunkte von diesem Wesen sind. Ja, seht ihr? Bringt so ein Schuss überhaupt irgendwas? Na ja, ja, ja! Bam! Der war gut. Ich weiß, ich hätte draufhalten können, aber lieber nicht. Hält es sich oder was tut es? Aua. Tut es denn da? Es heilt sich oder nicht? Aber so. Wow. Oh. Nein. Es heilt sich ja tatsächlich.
Jetzt habe ich es gesehen, ganz genau. Es heilt sich, das Vieh. Wow. Ja. Oh oh. Ich glaube, es dreht durch. Jetzt 100 pro. Ah. Schneller. Toll. Ich bräuchte da eine Schusswaffe, aber ich habe jetzt keine Patronen mehr. Ich könnte sie mir nachladen, aber... in die Hand. Ah. Aua. Jetzt ins Gesicht. Aua. Oh. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich konnte nichts mehr tun. Es will greifen. Und es hat gegriffen, aber voll daneben. Ja. Egal, scheiß drauf. Jetzt. Vollkommen durch das Tier. Das Untier vielmehr. Boah, der hat gesessen. Ich muss schießen. Ich habe jetzt alle Patronen verballert für nichts und wieder nichts. Zeigt sich wieder auf, ja super. Nein! Warum habe ich angegriffen? Oh, dagegen kann ich nichts tun. Greif. Ich bin ausgewichen. Aua. Oh oh. Gut. Hat es mich gerade gefressen? Ich sehe nichts wegen dem scheiß Vorhang. Das glaube ich nicht. Nein, das war's. Oh. Rollin, rollin, rollin. Oh, das ist ja dumm, wenn ich dagegen nichts tun kann. Das heilt sich nur, wenn ich zu weit, wenn es zu weit weg ist. Ja, oh, geil. Ja, es greift. Oh.
Ton. Schnell. Shit. Oh, ich hasse dich. Hat es sich wieder gerade geheilt, das Mistvieh? Nein! Oh. Oh, so werde ich das ja nie los, wenn es sich immer wieder selber heilt. Kamera. Ja. Schnell. Ja. Grapsch. Grapscht. Nein, warum greife ich an? Heil dich nicht. Ich muss angreifen. Nein! Oh, komm schon. Scheißdreck. Schnitt. So, Leute, da bin ich wieder. Leider keine Patronen, keine Molotow-Cocktails. Öl ohne. Andocken von Bestien werfen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht allzu viel bringen. Feuerpapier, Blitzpapier. Versuch's mal damit, vielleicht bringt's was. So, das sammle ich wieder ein. Wenigstens sind es viele Blutechos, aber dafür muss ich den Kampf hier erstmal bestehen. Vieh scheint eine Feuerschwäche zu haben. Weil ich hätte Patronen, theoretisch. Oh, das Vieh dreht durch. Grapsch. Ja, oh, hat das eine Reichweite. Es grapscht wieder. Mehrfach. Scheiß Säule, hau ab. Oh, es ist mir zu nah, es ist mir viel zu nah. Ja, oh, nicht hin. Ja, das war's. Oder vielleicht doch noch nicht. La la la. Ja, jetzt. Oh. Zu früh. Ja, jetzt. Bam ins Gesicht. Nochmal. So, das muss ich ausnutzen. Sag mir nicht, du willst dich heilen. Natürlich willst du dich heilen. Ah, aufgeladenen Schlag, wenn es sich heilen will. So werde ich es also los. So kann ich es unterbrechen, das ist gut. Klar.
Ich bin ein bisschen konzentriert, deswegen nicht so viel geredet jetzt. Ich dachte, es heilt sich. Ja, jetzt. Okay, ging wohl doch nicht. Vielleicht habe ich es nicht richtig getroffen. Nicht aus nächster Nähe. Ah. Zur Sicherheit. Okay, bevor der Heilungsprozess anfängt, muss ich es mit dem aufgeladenen Schlag angegriffen haben. Okay. Ich dachte, es will sich heilen. Okay, ich glaube, ich habe einen Rhythmus raus. Nein, Durchdrehattacke. Sicherheit weiter weg. Ah. Boah, ich kämpfe gerade wie ein Profi, falls ich mir die Aussage erlauben darf. Es will sich heilen. Nein! Schneller! Scheißdreck, es hat sich geheilt. Nicht nochmal. Oh gut, aber ich habe unten den Heilungsprozess schon gesehen, also. Manchmal kann ich es gar nicht verhindern. Ja. Boah. Okay, wenn man die Taktik durchschaut, ist es. Geht es, das Tier? Vicarin Amelia, Goldanhänger. Ich habe jetzt die Taktik durchschaut und noch ein paar Runs und. Ja. Mich betrügen. Nein.
schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nie. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. Okay, ich sehe gerade meine Blutfäden, wow. Jetzt scheint es keinen Gang mehr zu geben. Gut. Die Taktik hatte ich herausgefunden, aber ja gut, mit der Reaktion, da war es auch nicht mehr ganz so schwer, weil im Gegensatz zu Dark Souls kann man hier besser reagieren. Das Auge des bluttrunkenen Jägers ruft Jäger zum Albtraum des Jägers. Eine missgestaltete Kreatur wird dich außerhalb der Oedon-Kapelle schnell verschwinden lassen. Auge des bluttrunkenen Jägers. Auge des bluttrunkenen Jägers. Seine Pupille ist eingefallen und matschig, was die Plage der Bestien ankündigt. Ein Jäger, der sich am Blut ergötzt, soll vom Albtraum befallen sein und in aller Ewigkeit auf endloser Jagd umherwandern. Kein Jäger kann diesem Schicksal entkommen. Willkommen da, was für. Nun gut, lasst mich. 3 Level-Ups kann ich, wow. Lebenskraft. Puh. Irgendwas Interessantes, was ich kaufen kann. Ja, Molotov. Zwar nur 4 Stück, aber besser als gar nichts. Gut, ja, ich weiß, über ein Maximum aus macht nichts. Gut, mittlerweile ist es 3 Uhr morgens, immer noch derselbe Tag. Ich werde jetzt hier beenden. Das war Bloodborne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.